Hallihallo und willkommen zurück bei Payday 2 mit Anduin. Grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Der Tibra. So ist es. Wir haben uns wieder mal um Kohle angenommen, oder? Kohle. Ungewaschen. Wir nehmen uns um Kohle an. Ja, gewaschen. Nicht durchnummeriert. Genau. So in der Richtung. Ja. Nächster Auftrag von Bain, also vom Standardauftragshändler Transporthafen, ist ein Geldtransporterraub. Ja, kurze Beschreibung kann man da lesen. Wie gesagt, spielt mit im Hafengebiet. Die Geldtransporter sind aufzubrechen, die Beute daraus dann sicherzustellen. Vorteile schaltet man nichts mehr ein, weil ich glaube, unsere Ausrüstung ist ausreichend. Ich habe ein bisschen Punkte anders verteilt und habe jetzt First Aid Kits dabei, also so kleine Päckchen, das 14 Stück, ich glaube, das ist okay. Genau. Ich habe zweimal die Muni mit und zweimal die Sentry Guns, das sollte reichen. Schwierigkeitsgrad wie immer normal, weil die Tibra ja noch dabei ist, die ganzen Aufträge. Ich bin ja noch jung, ich bin erst 65. Genau, erstmalig durchzumachen. Okay. Okay, und damit sind wir bereit. Und es geht auch schon los. Du musst mich wieder lotsen, du kennst das Ganze her schon. Glaube ich, oder? Ja. So, gleich dürfen wir raus. Du kannst da die zwei wieder anhängen. Okay. So. Jawohl, es ist ein Geldtransporter, eben Schwierigkeitsgrad normal. Ich hänge gleich mal den Bohrer an. Und dann stelle ich auch gleich meine Sentries auf. Ups, das ist das falsche Teil. Okay. Wieder brauchen wir. Eines davor. Und eines hinten. Aha. Warum bewegt sich der Rust nicht? Hallo. Hast du dann gesagt, er soll stillstehen? Nein, er bewegt sich schon. Oh. Ah, oh, jetzt habe ich den Zivilen erschossen. Aha, da hängt einer an mir. Bobby. So. Ja, die ganzen sind eigentlich super. Bobby kommt gerade nicht mit. Ah ja. Kaum beginnt man, kommt auch schon jemand. Ja, schön. Nebenbei ein bisschen schauen, ob es zu Pakete was ist. Mhm. Ja, die kleinen Päckchen. Genau. Mit dem Koks. Genau, die Koksbäckchen. Die Koksbäckchen. Nee. Na, wir sind ja nebenberuflich Briefträger in dem Game. Ja, genau. Ganz ein seltenes Gewehr mittlerweile. Aber da blüht es wieder. Ja. So, die Postmänner erleben im PD einer Renaissance. Und zwar natürlich illegale Post, also irgendwelche Päckchen. Wir verteilen Päckchen. Soll ich neben dem Auto meine Kids, hinter dem Auto meine First Aid Kits aufstellen? Du kannst einmal ein paar dorthin packen. Ja. Okay. Wir müssen dann nur schauen, wo wir unseren Transporter haben. So, ich habe die Sentries das erste Mal nachgefüllt. Oh, fuck. Ich bin gleich auf die Granate kommen. So. Ich lege da in dem Hausdurchgang einmal eines von meinen Moonpacks auf. Mhm. Ich bin gerade auf Munition. So, ich war's zweite Waffe. Also ich bin in meinem 6er Profil unterwegs, da war's zweite Waffe die Säge. Das werden wir auch gleich sehen, warum wir die mit haben. Also nicht ideal, wenn man ich muss den Bohrer neu starten. Die Säge ist ideal, wenn man Geldtransporter als Ziel hat. Müssen wir da durch? Was heißt, müssen wir da durch? Wo müssen wir dann hin? Das ist noch nicht, gell? Wissen wir noch nicht. Normalerweise immer durch den Hausdurchgang, der da rechts von dir ist. Okay. Also ich hab bis jetzt, aber der Geldtransporter ist ja schon mal die Straße einfach entlang gekommen und hat sich dann da ein Stück weg eingepackt. Ah. Das wäre dann ganz leicht. Ein großer Scharfschütze. Sag gerade da oben. Ja, die sind da das einzige Gefährliche in dem Level. Mhm.
Okay, ja. Okay. Komm, der Transporter ist auf. So, und jetzt sehen wir gleich den Vorteil der Säge. Da wird nicht lang gefackelt. Da oben. Scharfschütze. Warum steht da irgendwer vor mir? Ich liebe es immer, wenn es die Geldkassetten die verdecken. Na, schauen, was drin ist. Ja. So, ich schneide mir die Hand ab. Ja, wenn das geht. Nein. Gut. Wir haben alles, jetzt warten wir eigentlich nur mehr. Jetzt warten wir nur mehr auf unseren Transporter. So. Soll ich auch noch was nehmen? Na, alles draußen. Hallo? Ja, so viel ist es ja nicht. Nimmst du das auf? Nein, ich muss schon. Nein, ich bin nur um meine Sneakers, die sind gerade leer. So. Jetzt? Ja, ja. Wo haben die denn? Wo haben die die Bags hingeschmissen? Ich habe einen aufgenommen. Ja. Ah, die Tragensäule heran. Okay. Ich habe Angst, dass es wegkommt. So, irgendwo. Ich hoffe, noch kann ich sie. Kleine Mini-Runde. So. Wo ist er? Da oben ist ein Scharfschütze. Ja. Hab ihn. Sehr gut. Gut, wo müssen wir hin? Transporter ist noch immer nicht da. Ja, dann lässt sich aber Zeit. Also ich habe noch kein... jetzt wird angezeigt. Da drüben. Da drüben ist? Beim Hafen. Ah, alles klar. Ein Boot, kann das sein? Komm, ja, das einfach hätte ich noch nie oder reinschmeißen? Ja, einfach reinschmeißen. Die Bags. Ja, Bag ist drin, einer ist drüber gefallen, aber einer ist drin. So, und wir stellen uns einfach daneben drauf. Das war's auch schon, ja. Okay. Oh, da hat einer sein Bag nicht reingeschmissen. Schmeiß rein. Gut. Das war's. Na, das war's auch schon wieder. Ja, nichts gefunden. Wird nicht allzu groß sein, aber wie gesagt, wir machen die Aufträge nach der Reihe durch. Ja. Der Tipper. Damit mir nichts fehlt. Fehlen ja noch ein paar. Ja. Gut. Gut. Jo. Karte müssen wir noch auswählen. Ah nein, das ist schön, wir müssen fliehen. Das wäre ja zu einfach gewesen. Jetzt könnte ich eigentlich beim Profil wechseln, weil ich werde die Säge nicht mehr brauchen. Ich bleib bei den ersten. Ich gehe auf meine Scharfschützengewehre, bin bereit. Okay. Ich liebe sie. Auch wenn ich da bei weitem nicht so gut bin, wie mit den Sentries. Okay, wo? Ja, super, und ich lieg. Wo? Du wirst schon. Keine Ahnung warum, aber es ist glaube ich so per Zufall oder so. Okay, so, Bags aufnehmen. Bags aufnehmen, ja. Und davonlaufen, ne? Ich überlege gerade, wo wir da hin müssen. Ich glaube mal... Es könnte sein, dass da am Parkplatz das Fluchtauto kommt. Okay, ja, noch haben wir nichts. Es ist da immer unterschiedlich. Oder T-Zox ist zurückgefallen. Komm schon. So, weg mit dir. Wer schießt auf mich?
So, ich rück auf deine Richtung. Du kannst, wenn du willst, dort den Stiegen Aufgang halten. Okay. Ja, ich halte ihn in meinen Händen. Ah, sag Bescheid, wenn es knapp wird. Ja, dann mache ich da die Straße. Irgendwas schießt auf mich, unsere Ratte. Kannst du dann ein paar von deinen Medipacks aufstellen? Ja, die stelle ich bei mir beim Auto hin. Dadurch, dass es mich am Anfang erwischt hat. Noch eines, danke. Okay, ich stelle noch zwei hin. Nein, ihr sehe ich ja nicht. Nicht die Stiege, ist mein. Ah, Scheiße. Ich brauche Muni, ich bin... Oh, die knallen mich ab. Sind die retour? Ja, ich bin schon retour, aber irgendwie... Die sind schon nach oben. Komm schon. Komm zu dir. Ja, da kommt wenigstens wieder Munition. So, ich lege ein Mummipack, also ein Eimerpack zu deiner Arzttasche. Okay, ich werde mich mal verarzen. Ich stelle mich wieder mal hin. Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Ah, Dings ist da. Wo? Hubschrauber. Okay. Einfach über die Straße rüber. Okay, ich lauf. Scheiße! Ich schmeiße ein paar Granaten. Okay. Noch dazu, wo ich die Tasche dabei habe, das ist halt... So, da rein. Ja. Oh, könntest du es nicht. So, und da reinschmeißen. Okay. Und da drauf stellen. Wir sind gepflichtet! Juhui! Gut. Jo, das war die Flucht zum Transporthafen-Auftrag. Okay. Erfahrung so fertig. Eine Karte zur Auswahl. Also 3 zur Auswahl, eine nehmen wir. Das war jetzt von draußen. Falls man es gehört hat, ja. Und das okay. War's. Okay, also wenn es euch gefallen hat, schaut's wieder rein, wenn ich meinen nächsten Auftrag erledige. Also bis dann, ciao. Ciao.